Der Steirische Gesundheitspreis. Fit im Job. Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile betrieblicher Gesundheitsförderung und setzen gezielt Maßnahmen, um ihre Mitarbeiter körperlich und geistig fit zu machen. Das Resultat? Es gibt weniger Krankenstände und besser motivierte Mitarbeiter. Das Land fördert und unterstützt solche Unternehmen. Deshalb wurde heuer bereits zum 12. Mal der Gesundheitspreis für steirische Unternehmen von der Wirtschaftskammer Steiermark gemeinsam mit Kooperationspartnern in der Helmut-List-Halle verliehen. Es stört mich eigentlich, dass man im Gesundheitsressort so oft von Krankheit redet und eigentlich sich viel zu wenig mit der Erhaltung oder der Wiederherstellung von Gesundheit beschäftigt. Das ist ein Preis, der wirklich zeigt, dass man noch bevor etwas passiert, eigentlich aufeinander zugehen kann, sich miteinander absprechen kann und eine Situation herstellen, dass wir sagen, wir haben gesunde, fitte Mitarbeiter auf der einen Seite, aber wir bekommen auch dadurch gesunde und fitte Unternehmen, weil die natürlich von ihrem Personal abhängig sind, von den Erfolgsprinzipien. Und insofern ist das wunderschön, es muss noch nichts passiert sein, damit etwas passiert. Prämiert wurden jene Unternehmen, die ihren Mitarbeitern im Vorjahr die besten Gesundheitsprogramme angeboten oder Gesundheitskonzepte erstellt haben. Es war heute sehr, sehr faszinierend, wie umfassend die steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer hier Programme entwickeln, die von Bewegung bis Entspannung und auch gesunde Ernährung den gesamten Bogen umspannen. Und das kann man nur sagen, ist eine hervorragende Leistung. Wenn es um die Fitness und Gesundheit der Mitarbeiter geht, verfolgt jeder Chef seine eigene Strategie. Grundsätzlich hat damit einmal angefangen, Fahrlehrer, wir haben hauptsächlich Fahrlehrer und Büroangestellte, hauptsächlich sitzend. Hat einmal angefangen, was ist der Ist-Zustand von jedem einzelnen Mitarbeiter. Dann haben wir uns Experten von eigenen Hausarzt, Ernährungsberaterin, Trainer ins Boot geholt und mit denen das Konzept ausgearbeitet. Es fängt an bei einer eigenen Rückenschulung. Eben Ernährungsberatung, wie kann man, auch wenn sehr wenig Zeit ist, trotzdem gesund essen, geht weiter über die ärztliche Betreuung, das ist unser Konzept. Fitness für unsere Mitarbeiter ist im Sinn der betrieblichen Gesundheit und fit im Job damit eine umfassende Gesundheit. Ist eine Gesundheit, die Körper, Seele und Geist umfasst. Das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen also nicht nur einen fitten Fuß, einen fitten Arm, einen fitten Finger oder einen fitten Kopf, sondern nach Möglichkeit alles gemeinsam. Starter profitieren zusätzlich von der Einsteigerförderung, die für Unternehmen, die im vergangenen Jahr erstmals Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt haben, gilt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines Betriebes und dieses höchste Gut gilt es zu schützen. Die Initiative Fit im Job macht es möglich.